26. April 1986. Eine Explosion im Kernkraftwerk Tschernobyl erschüttert Menschen aus aller Welt. Die Explosion im Kernreaktor Nummer 4 um 1.23 Uhr ukrainischer Zeit zerstörte den Kernreaktor und verwandelte Pripyat in einen Friedhof für radioaktive Stoffe. Mehr als 300.000 Menschen mussten wegen der Strahlung ihre Häuser verlassen. So entstand die für Besucher verbotene Sperrzone, die in zwei Verwaltungsgebiete unterteilt worden ist. Die 10-Kilometer-Zone und die 30-Kilometer-Zone. 1998 wurde die erste legale Tour in die Sperrzone organisiert. Und 2009 wurde Tschernobyl von Forbes zum exotischsten Tourismusort der Welt erklärt. Jedes Jahr besuchen mehr als 70.000 Menschen aus 93 Ländern die Zone. Wir werden dir jetzt von den unheimlichsten und gleichzeitig unglaublichsten Orten erzählen, die Touristen aus aller Welt anziehen, sowie von Orten, an denen noch kein Tourist oder überhaupt jemals ein Mensch gewesen ist. Mach dich auf etwas gefasst. Nummer 1. Hallenbad Lazzurni. Dieses Hallenbad befindet sich in der Geisterstadt Pripyat. Ohne einen Führer findet man nur sehr schwer hin, da die Natur sich die Straßen zurückerobert hat. Schwer zu glauben, dass die heute überwucherte und zerstörte Anlage einst Teil des friedlichen und sorgenfreien Lebens der Stadtbewohner war. Das Hallenbad wurde 1970 gebaut. Für eine Kleinstadt mit 50.000 Einwohnern war es sehr gut ausgestattet. Es war bis zu 12 Jahre nach dem Unfall noch in Betrieb und ist eines der strahlungsärmsten Gebiete in der Sperrzone. Es gab 5 Schwimmbahnen für die Arbeiter und Liquidatoren des Kernkraftwerks, um zu trainieren und zu entspannen. Lazzurni wurde erst geschlossen, nachdem die Liquidation bzw. Beseitigungsarbeiten im Kernkraftwerk abgeschlossen waren. Dieser Ort hat Kultstatus erreicht. Er ist in zahlreichen Filmen sowie Videospielen wie beispielsweise der Stalker-Serie zu sehen. Nummer 2. Der Kühlteich. Das künstliche Reservoir zur Kühlung der Kraftwerke Nummer 1 und Nummer 2 wurde 1976 am rechten Ufer des Pripyat-Flusses errichtet. Die Fläche betrug zunächst 12,7 Quadratkilometer. Nach Inbetriebnahme der Triebwerke Nummer 3 und 4 wurde sie auf 22,9 Quadratkilometer erweitert, was etwa 3000 Fußballfeldern entspricht. Zum Zeitpunkt der Explosion war der Teich mit Reaktorfragmenten und radioaktivem Staub verunreinigt. 2014 beschloss man daher, den Wasserspiegel zu senken, um ihn von den radioaktiven Teilen zu reinigen. Die verringerte Wassermenge führte aber dazu, dass sich das Kühlbecken in mehrere Seen aufteilte, in denen sich durch Radionuklide in den Bodensedimenten ein einzigartiges Ökosystem entwickelt hat. Das Forschungslabor Ecocentre wurde auf dem Gelände einer Fischerei eröffnet. Wissenschaftler aus aller Welt erforschen hier den Einfluss der Strahlung auf die Flora und Fauna. Während der warmen Monate zieht das Kühlbecken zahlreiche Touristen an, die dort die Möglichkeit haben, riesige Welse zu füttern. Man vermutet, ihre Größe wurde durch die Strahlung beeinflusst. Geschichten von Monstern und Mutanten, die im Teich leben, sind aber natürlich nur ein Mythos. Kontaminierte Tiere sterben schnell, ohne Nachkommen zu produzieren, und der Wels kann nur dank dem Fangverbot solch eine Größe erreichen. Der größte Stolz der Ecocentre-Mitarbeiter ist ihr Hauswels namens Goscha, der es liebt, gestreichelt und gefüttert zu werden. Auch der Discovery Channel interessierte sich für die radioaktiven Wälse. Eine der River Monsters-Episoden wurde 2012 in der Sperrzone gedreht, wo Showmoderator Jeremy Waite im Rahmen der Dreharbeiten einen Tschernobyl-Wels fangen durfte. Nummer 3. Der Rote Wald. Niemand weiß, wie groß die Tschernobyl-Sperrzone hätte werden können, wenn der Pinienwald dem radioaktiven Staub nicht im Weg gestanden hätte. Den Pinien haben wir es zu verdanken, dass tonnenweise tödliche Stoffe abgehalten wurden. Die hohe Strahlendosis hat die Kiefernadeln bräunlich rot gefärbt, woher auch der Name Roter Wald stammt. Manche Liquidatoren sahen die toten Bäume nachts im Mondschein leuchten. Die von der radioaktiven Strahlung abgestorbenen Kiefern haben eine Strahlendosis von 5.000 bis 10.000 Rad absorbiert. 202 Quadratkilometer dichtester Wald sind heute nur noch ein verstrahlter Friedhof. Wegen des hohen Kontaminationsgrades hat man den Roten Wald 1986 bis 1988 abgeholzt und im Boden vergraben. Die Arbeiten hätten mit Hilfe von speziellen Panzern und Planierraupen durchgeführt werden sollen, aber da die Arbeiter sich der Kontaminationsgefahr nicht bewusst waren, wurden die Bäume ohne Schutzkleidung von Hand gefällt.
Obwohl 500 Hektar des betroffenen Gebietes bereits wiederhergestellt sind, kommt es dort immer wieder zu schweren Bränden. Der Bezirk gilt nach wie vor als einer der meisten verstrahlten Orte der Welt. Nummer 4. Das Duga 1 Radarsystem. Über der verlassenen Militärstadt Tschernobyl II befindet sich ein futuristisches Gebäude. Das Duga 1 Radarsystem kann von überall aus der Sperrzone gesehen werden. Die Metallstruktur ist 150 Meter hoch und 460 Meter lang. Trotzdem war die Anlage auf keiner einzigen Karte verzeichnet und galt in der ganzen Sowjetunion als geheimer Ort. Für alle anderen Länder blieb das Duga 1 Radarsystem nach seiner Inbetriebnahme am 4. Juli 1976 jedoch kein Geheimnis, da es weltweit für Funkstörungen sorgte. In sämtlichen Radiosendern verursachte es ein leichtes Klopfen im 10-Hertz-Bereich, weshalb man dem Radar auch den Spitznamen The Russian Woodpecker gab. Für den Bau wurden 280.000 Tonnen Metall verwendet. Die Gesamtkosten lagen bei etwa 100 Millionen Euro. Es gab verschiedene Theorien, wofür der Russian Woodpecker gedacht war. Das US-Verteidigungsministerium glaubte lange Zeit, dass die Installation eine von der UdSSR entwickelte Waffe sei. Ihre schiere Größe und die Funksignale im 10-Hertz-Bereich machten den Menschen wirklich Angst. Das leistungsstarke Radar wurde von vielen Menschen wirklich als psychotronische Waffe oder auch als Wettermanipulationsmaschine wahrgenommen. Heutzutage ist dieser Ort sowohl bei Jägern als auch Touristen beliebt. Jäger nutzen die Antenne als Aussichtsplattform und Touristen nutzen sie, um auf Instagram ihr mangelndes Selbstwertgefühl zu kompensieren. Nummer 5. Verstrahlter Maschinenfriedhof. Um die Folgen der Tschernobyl-Katastrophe einzudämmen, wurden verschiedenste Maschinen eingesetzt. Die Maschinen mussten regelmäßig speziell gereinigt werden, weil sie ständig radioaktiver Kontamination ausgesetzt waren. Am Rande des Dorfes Rasoka befand sich eine Art Waschanlage. Die 416 Einwohner wurden am 7. Mai 1986 evakuiert. Nach Abschluss der Katastropheneindämmung wurde das Werk Rasoka zum Friedhof für 1350 verstrahlte Maschinen. Auf 12,5 Hektar Land lagen 10 schwere Mi-8 und Mi-6 Hubschrauber, Pionierpanzer, gepanzerte PKWs, chemische Aufklärungsfahrzeuge, Feuerwehr- und Rettungswagen, Bulldozer, Bagger und Evakuierungsbusse, die auf ihr Schicksal warteten. Der Gesamtwert aller Maschinen betrug 1986 etwa 46 Millionen Dollar. Rasoka wurde Ende 2012 geschlossen. Die am stärksten verstrahlten Maschinen wurden auf die radioaktive Abfalldeponie Bojakowka in der 10-Kilometer-Zone übertragen. Die Müllhalde verfügt über 30 Gräben, die für die Vergrabung von festen, nicht brennbaren Abfällen vorgesehen sind. 300 Jahre lang soll dort alles gelagert werden. Leicht oder mäßig kontaminierte Maschinen wurden entsorgt oder verschrottet. Es gibt Informationen, dass nicht nur 1145 Container mit radioaktivem Abfall hinter den Mauern des Sarkophags des Kernkraftwerks liegen, sondern auch sehr gefährliches Equipment. Rasoka wurde übrigens zur Inspiration des Schrottplatzes im ersten Stalker-Spiel Shadow of Chernobyl. Nummer 6. Das Volkov-Luftverteidigungsraketensystem. Dieser Ort wird von Touristen nur selten besucht. Keine einzige Straße führt zu dieser kleinen Militäreinheit im dichten Wald. Das Volkov-Luftverteidigungsraketensystem befindet sich in der 10 Kilometer langen Sperrzone. Die geheime Anlage wurde 1962 in Betrieb genommen, um als Luftangriffsschutz des Kernkraftwerks Tschernobyl und von Duga 1 zu fungieren. Deshalb ist nur wenig darüber bekannt. Was wir aber wissen, ist, dass Volkov Ziele abschießen kann, die sich mit etwa doppelter Schallgeschwindigkeit bewegen. Überreste des Transport- und Ladefahrzeugs, Garagen, große Raketenbunker, Plattformen für Raketensysteme und der Luftschutzkeller befinden sich noch immer auf dem Gebiet. Lediglich die Ausrüstung wurde unmittelbar nach dem Unfall evakuiert. Auch das Volkov-System kommt im Spiel Shadow of Chernobyl in Form des Standortes Jupiter Factory vor. Nummer 7. Medizinische Sanitätseinheit Nummer 126 in Pripyat. 3 Stunden nach dem Unfall wurden die ersten Verletzten in die medizinische Sanitätseinheit Nummer 126 in Pripyat gebracht. 6 Feuerwehrleute und 22 Mitarbeiter des Kernkraftwerks blieben weniger als einen Tag im Krankenhaus und wurden direkt nach Kiew und dann in die radiologische Klinik Nummer 6 in Moskau transportiert. Aber der schrecklichste Ort ist nicht der verlassene Operationssaal oder die Entbindungsstation mit Babybett,
sondern der kleine Keller mit einem schmalen Korridor, etwa 60 bis 70 Meter lang und manchen 10 bis 15 Quadratmeter großen Räumen. Die kontaminierten Kleider mitsamt der Bettwäschen der ersten Unfallopfer wurden in diese Räume geworfen. In einem der Räume tief im Keller befindet sich der berühmte Feuerwehrstiefel, der mehr als 30 Milliröntgen ausstrahlt, was 1000 Mal höher ist als das zulässige Limit. Die medizinische Sanitäreinheit selbst ist für Touristen geöffnet, aber es ist strengstens verboten, das Untergeschoss zu betreten. Reiseleiter verschweigen seine Existenz, um nicht ungewollt Interesse zu wecken. Aber das Internet schweigt nie. Jäger haben Fotos und Videos vom Keller gepostet. Heimliche Besucher begaben sich daraufhin illegalerweise ins Untergeschoss, um nach interessanten Dingen zu suchen und dabei einen Adrenalinkick zu erleben. Der Haupteingang zum Untergeschoss wurde 2016 unter Tonnen von Sand begraben. Aber auch das hält Adrenalin-Junkies nicht auf. Im Sand nahe des Kellerfensters gibt es bereits ausgehobene Wege. Nummer 8. Das Hotel Polessie. Auf dem Dach des Hotels Polessie hat man einen Blick auf die Stadt, in welcher die Natur im Kampf gegen die Strahlung die Oberhand gewinnt. Trotz der dichten Vegetation hat Pripyat noch immer das Aussehen einer sowjetischen Stadt der späten 80er Jahre. Das Hotel selbst wurde 1970 für die Gäste der Stadt und die Besucher des Kernkraftwerks gebaut. Neben dem Gebäude entstand das Energetikgemeindezentrum und der nie eröffnete Freizeitpark. Man beschloss, das Hotel Polessie als Standort für die Kommandozentrale auszuwählen, die den Betrieb der Hubschrauber während der Beseitigung der Unfallfolgen koordiniert hat. Die Kontrollstation zur Strahlungsmessung befand sich ebenfalls im Hotelgebäude und alle Räume wurden von Liquidatoren belegt. Das Gebäude wurde anschließend verlassen und an der Stelle der Kommandozentrale steht jetzt eine Birke als Symbol für die Wiederbelebung des Landes. Die Inneneinrichtung ist größtenteils erhalten geblieben und im Gebäude selbst befinden sich auch die berühmten Hiroshima-Schattengraffiti. Touristen dürfen aber nicht mehr auf die Aussichtsplattform steigen, da es aufgrund der Einsturzgefahr verboten ist, das Hotel überhaupt noch zu betreten. Nummer 9. Der Vergnügungspark. Der Vergnügungspark in Pripyat ist zum Kultplatz für Touristen geworden. Die kaputten Schaukeln, das Karussell mit den kaputten Pferden und die von Moos bedeckten Autoscooter lassen die Gegend postapokalyptisch aussehen. Die größte Attraktion aber ist das rostige Riesenrad. Die Behörden planen, den Park wegen Einsturzgefahrs in Kürze für Besucher nicht mehr zugänglich zu machen. Leider hatten die Bewohner von Pripyat keine Gelegenheit, den Vergnügungspark auszutesten. Am 1. Mai 1986 wäre der Park offiziell eröffnet worden. Der Unfall von Tschernobyl fand aber am 26. April statt, also nur 4 Tage vorher. Nummer 10. Der Elefantenfuß. Zum Zeitpunkt der Explosion im Kernkraftwerk Tschernobyl erreichte die Temperatur im Unfallgebiet 2500 bis 2700 Grad Celsius. Die Ereignisse im Kernreaktor sind nur in Filmen oder Serien nachgestellt. Die glühend heiße Lava aus Kernbrennstoff schmolz einfach alles weg, was ihr im Weg stand. Mit 30 cm pro Stunde bewegte sich die flüssige Masse aus dem Reaktorhohlraum in den Unterreaktorraum Nummer 305. Sie absorbierte die geschmolzenen Metallstrukturen und floss in den Korridor Nummer 217. Beim Kondensationsbecken angelangt, lief die radioaktive Lava die Wand hinunter und bildete eine bizarre Masse, die für immer erstarrte. Diese Masse erhielt wegen ihrer Form den Namen Elefantenfuß. Die Anhäufung von Corium wurde erst im Dezember 1986 von der Expedition des Kurtschatow-Instituts entdeckt. Die Wissenschaftler befürchteten, der glühende Brennstoff könnte den Boden durchdringen. Man musste also herausfinden, wie viel Giftstoffe noch im zerstörten Reaktor vorhanden waren. Bei seiner Entdeckung strahlte der Elefantenfuß eine tödliche Dosis Strahlung aus. Es war zu gefährlich, den Raum zu betreten. Für die Messungen verwendeten die Forscher daher ein Spielzeugpferd auf Rädern mit einem daran angeschlossenen Dosimeter. Die Messung lag außerhalb der Skala. Manche Instrumente waren komplett am Anschlag, denn die Masse emittierte mehr als 10.000 Röntgenstrahlen pro Stunde. Die Entnahme von Proben war deshalb auch keine leichte Aufgabe. Es ließ sich mit Bohrern leider kein Loch bohren, weil sie aufgrund der hohen Kontamination deaktiviert wurden. Um doch noch Proben zu erhalten, wurde daraufhin beschlossen, auf den Elefantenfuß mit einem Sturmgewehr zu schießen. Der erfahrene Scharfschütze Captain Soroko hat diese Operation durchgeführt und gefilmt. Das Material wurde dann in einem BBC-Film verwendet. Die gewonnenen Proben bestätigten, dass der Stalaktit aus 10% Uran, Zirkonium, vielen Radionukliden, geschmolzenem Siliziumdioxid und einigen anderen Chemikalien bestand.
Das Corium bekam den Namen Tschernobylit. Das Gewicht des toxischen Abfalls beträgt etwa 11 Tonnen. Die Fläche ihrer Basis beträgt 1,7 Quadratkilometer. Der Stalaktit ist etwa 3 Meter hoch. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Elefantenfuß noch viele Jahrhunderte lang strahlen wird. Nummer 11. Die Brücke. Das Sperrgebiet in Tschernobyl ist sowohl bei Computerspielentwicklern, Filmproduzenten, Fotografen als auch bei Autoren sehr beliebt. Es gibt verlassene Städte und Dörfer in der Sperrzone, die Straßen, die dicht mit hohem Gras und Bäumen überwachsen sind, die verlassenen mit Moos überwucherten Häuser, die rostigen Fahrzeuge und unter anderem gibt es noch diese Wildpferde, große Gruppen von Wildschweinen und einsame Elche. Die tote Zone ist faszinierenderweise voller Leben. Die Natur hat sich zurückgeholt, was die Menschen ihr einst genommen haben. Aber um das selbst sehen zu können, muss man erst die legendäre Brücke überqueren. Reiseführer erzählen oft Geschichten von neugierigen Stadtbewohnern, die von der Brücke aus beobachtet haben sollen, wie die 1 Kilometer hohe Feuersäule aus dem 4. Triebwerk rausschoss. Viele von ihnen sollen angeblich innerhalb weniger Tage nach diesem giftigen Anblick gestorben sein. Darum wird sie auch die Brücke des Todes genannt. Das Gebäude befindet sich über den Bahngleisen der Autobahn Tschernobyl-Lew-Kopaczy. Das Kernkraftwerk und die Stadt sind von hier aus zwar gut sichtbar, aber die Todesbrücke wurde in der Nacht, als der Reaktor explodierte, von Milizen bewacht. Deshalb kann die Geschichte nicht wahr sein. Der Super-GAU von Tschernobyl hat die nukleare Konfrontation der Supermächte beendet und die Länder dazu gebracht, gemeinsam vorzugehen, um die Folgen der Explosion soweit es geht einzudämmen. Mit der Konstruktion des Sarkophags konnte man erfolgreich weitere Strahlungsfreisetzung verhindern. Man hat ihn in 206 Tagen gebaut, die Nutzungsdauer liegt aber bei maximal 40 Jahren. Daher wurde 2007 mit dem Bau eines neuen Sarkophags begonnen. Im Jahr 2016 umschloss die neue Schutzhülle die 4. Triebwerkseinheit sicher und bedeckte auch den alten Sarkophag. Der neue Sarkophag ist 110 Meter hoch und damit höher als die Freiheitsstatue in New York. Die 165 Meter lange und 257 Meter breite Struktur und das Gewicht des Bogens beträgt 36.200 Tonnen. Das macht ihn übrigens zur größten beweglichen oberirdischen Struktur der Welt. Laut den Architekten wird er mehr als 100 Jahre ausreichend sein, sodass wir und unsere Nachkommen genügend Zeit haben, um zu überlegen, wie man die radioaktiven Produkte entsorgen kann. Das war unser Special. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis bald!